Nach einer ruhigen und erholsamen Nacht geht es heute zum Markt von Jewama. Am frühen Morgen ist es hier ziemlich kalt. Doch zunächst spazieren wir durch die Anlage vom Myanmar Treasure Inlay Resort zum Restaurant, um wieder ausgiebig zu frühstücken. Auch hier im Restaurant ist es nicht wesentlich wärmer als draußen im Freien. Es ist 7 Uhr früh. In circa einer Stunde wird es hier aber schon beträchtlich wärmer sein, dann steigen die Temperaturen am Inlaysee auf bis zu 30 Grad. Vor dem Restaurant wird traditionelle Kleidung präsentiert. Und schon befinden wir uns wieder im Longtailboot Richtung Jewama. Der Fahrtwind ist am frühen Morgen noch ziemlich kalt und zwei dicke Jacken und eine Mütze sind recht angebracht. Knapp 20 bis 30 Minuten später legen wir schon in Jewama an. Wir haben Glück, dass heute Markttag ist, denn der Markt findet nur alle 5 Tage statt und zieht von Dorf zu Dorf. Noch vor ein paar Jahren gab es hier in Jewama einen sehenswerten schwimmenden Markt. Derzeit findet er aber nur noch in der Früh bis etwa 8 Uhr statt, dann verschwinden die Boote. Der hauptsächliche Markt findet jetzt am Ufer statt. Diese antiquitarischen Buddha-Tafeln haben uns so fasziniert, dass sie heute in unserem Wohnzimmer hängen. Nun wollen wir einfach mal weiter durch den Markt wandern, in dem es so ziemlich alles gibt, was die Menschen hier benötigen. Hier kauft Doris etwas Tee ein. Hier handelt es sich nicht, wie von uns angenommen, um Gewürze. Es handelt sich also um Haarpflegeprodukte. Schnell kaufen wir einen kleinen Imbiss für unterwegs. Das Wechselgeld, das Rückgeld, in Folie eingeschlossen. Die Zelte und Überdachungen sind ziemlich niedrig, für uns Europäer etwas zu niedrig, aber das Volk der Burmesen ist ja nicht wirklich groß gewachsen. Die Dame hier füllt hohle Bambusstangen mit Klebreis und verkauft diese als Süßigkeit. Wirklich? Klebreis. Das ist nur Klebreis. Wie das ist? Ja, ist süß. Und darin dieses Fall ist Erdnüsse und Erdnüsse zusammengekommen. Das ist süß. Die angebotenen Fleischwaren sagen uns dann doch eher weniger zu. Hier gibt es wieder die leckeren, knusprigen, roten Ameisen. Nach einer knappen Stunde verlassen wir den Markt und gehen Richtung Longtailboot. Wir haben Glück und stoßen auf Padaung-Frauen. Oder auch bekannt als die Giraffenhalsfrauen. Die Padaung-Frauen leben in den Bergen des Kayar-Staates. Der Stamm hat ca. 7000 Angehörige. Und die Frauen tragen bis zu 9 Kilogramm schwere Messingringe um den Hals und an den Waden. Mit ca. 5 Jahren bekommen die Mädchen den ersten Ring um den Hals geschmiedet.
Die nächsten folgen etwa jährlich, bis sie heiraten und der Hals dann 20 cm lang ist. Angeblich soll das Entfernen der Ringe den Tod durch Genickbruch bedeuten und früher als Strafe für Ehebruch verhängt worden sein. Nach Aussagen von Medizinern soll nach dem Entfernen der Ringe allerdings kein wesentlicher Gesundheitsschaden zurückbleiben. Nach dem Besuch bei den Padang-Frauen machen wir uns nun mit dem Longtailboot auf nach Indien. Circa 40 Minuten fahren wir mit dem Longtailboot den kleinen Fluss Nampilu stromaufwärts. Nach etlichen Flusswindungen erreichen wir die Anlegestelle in Paikone. Die schwarz gekleideten Pau-Frauen mit ihren bunten Kopftüchern waschen im Fluss ihre Wäsche. Über eine recht lange Holzbrücke geht es weiter. Diese junge Frau bäckt Fladen im kochend heißen Sand. Ich hab 200. 200 Tschad für eine Flade, also knapp 20 Cent. Da ist natürlich auch die Fütterung der wilden Tiere hier drin. Die will schmucken, das ist ja arg irgendwie. Was ist denn das große Storch? Ist der nur Haut und Knochen? Dann nehmen wir ihn mit. Ja. Genau. Dann brauche ich Permission. So. Du wirst den mitfahren. Ein Kilometer lang und 400 Zeilen. Wir erreichen den langen Treppenaufgang zur Schwe-In-Pagode. Das Dach wird von 369 Pfeilern getragen. Bei diesem begnadeten Handwerker, in Anführungszeichen, haben wir ebenfalls ein paar Souvenirs erworben. Da muss es leicht. Wir erreichen die Tempelanlage von Indien. Schon vor 2000 Jahren soll an dieser Stelle ein Heiligtum gestanden sein. Wie viele Stupas sind das hier? 1200. Die heutige Anlage geht auf König Anavrata und spätere Könige der Bagan-Dynastie zurück, die im 12. und 13. Jahrhundert die Bauten wieder herrichten ließen. Heute stehen hier knapp 1200 Stupas und Pagoden in verschiedensten Formen eng nebeneinander. Leider sind sie in einem schlechten Zustand. Mancher Schirm fehlt, Buddha-Figuren sind zerbrochen, Unkraut und sogar Bäume wachsen aus den Rissen. Jedoch bei genauerem Betrachten kann man noch mystische Figuren, Tiere, Tänzer und Ornamente als Schmuckelemente erkennen. Wir sind nun am renovierten Haupttempel angekommen und werden vom üblichen Glockenspiel erwartet. Wir verlassen nun die Schwe-In-Pagode und Indien. Mit dem Longtailboot starten wir nun eine Rundreise durch die schwimmenden Gärten des Inlesees. Diese schwimmenden Gärten sind eine Besonderheit des Inlesees und nirgends sonst auf der Welt zu finden. Auf Matten oder verflochtenen Unkraut wird Schlamm angehäuft. Diese kleinen Gartensegmente werden dann mit Bambusstangen im Grund des Sees verankert. Auf ihnen baut man Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Auberginen, aber auch Blumen an. Dreimal im Jahr kann man ernten. Was? Dreimal im Jahr kann man ernten. Dreimal im Jahr. Die Bewohner leben in Pfahlbauten über dem Wasser in der Nähe ihrer schwimmenden Gärten.
Die Dörfer selbst sind von vielen Kanälen durchzogen, als Transportmittel dienen die Boote. Diese schwimmenden Gärten sind bis zu 100 Meter lang, aber nur knapp einen Meter breit. Viele der schwimmenden Gärten bestehen aus dicht ineinander verwobenen Wasserhyazinthen, in denen sich eine dicke, sehr fruchtbare Erdschicht angesammelt hat. Sie werden vom Seeufer losgeschnitten, aufs offene Wasser hinausgeschleppt, dort verankert und dann vom Kanu aus bearbeitet. Dieses scheinbar aufwendige Verfahren ist wesentlich wirtschaftlicher als der Anbau entlang des zugewucherten Ufers. Unser nächstes Ziel ist das Nyapeyong-Kloster, das Kloster der springenden Katzen. Am Inle-See gibt es etwa 180 kleine Klöster mit ca. 500 Mönchen. Das Nyapeyong-Kloster ist das älteste und eines der angesehensten. Zurzeit leben hier 8 Mönche. Von außen sieht das Kloster eher unscheinbar aus, das Innere ist jedoch beeindruckend. Riesige hohe Teakstämme, rot bemalt und zur Hälfte mit goldenen Muster verziert, tragen als Säulen das Dach. Die Attraktion hier sind aber natürlich die Katzen, die von den Mönchen hier gepflegt und ernährt werden. So, die Show kann beginnen. Je fais comment il vise. Woher der Name Kloster der springenden Katzen kommt, sollte jetzt wohl klar sein. Nach getaner Arbeit gibt es natürlich auch eine Belohnung. Nach dieser Show sehen wir uns noch das Innere des Klosters an. Ursprünglich gab es hier über 700 Buddha-Figuren. Leider sind es jetzt nur noch 47. Die fehlenden Figuren wurden größtenteils gestohlen oder sind auch in Museen ausgestellt. Ein langer Tag geht dem Ende zu und wir verlassen das Kloster, um zu Hause in unserem Bungalow wieder den schönen Sonnenuntergang zu genießen. Morgen geht es dann für einen Tag zurück nach Yangon.